weil das müsst, ihr nicht ansehen hier, wie ich hier schon verfehle und alle da. Jetzt passe ich aber auf. So, erstmal runter. Aber ich habe den verkackten Aussichtspunkt, bin ich ja schon mal erklommen. Also das war ja, weiß ich nicht welcher Aussichtspunkt, aber den habe ich schon mal gemacht. Das weiß ich. So, ich bin aber trotzdem falsch. Willst du mich verarschen? Nee, ich bin nicht falsch. Ah, Mann. Also der Tod muss jetzt echt nicht sein, aber gut. Was soll's. So. Erstmal hier, dann hier nochmal, dann hier. So. Und das ist echt der höchste Punkt. Also da zieht mir... Ja, der andere könnte es ja auch sein, aber das ist vielleicht die Mitte. Ne, doch nicht. Ach, keine Ahnung, warum das genau der höchste Punkt sein soll. Egal, ich hab's. Polizei, würde ich sagen. Na, ah, fuck. Und jetzt? Ja, super. Ja, natürlich. Ich springe einfach scheiß drauf. Komm schon! Ja, Mann. Komm schon. Schwimm. Schwimm, Mann. Schwimm um dein Leben, Mann. Schwimm, Ezio, schwimm. Schwimm, 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 schwimm. So, wo ist unser Kollege? Scheiße. Alter. Oh, fuck. Soll ich die töten oder was soll ich hier machen? Okay, ich soll die töten. Gut. Okay, ihr Fixer. Wo ist Bartolomeo, Kollege? Wo ist er? Hä, ich sehe nicht. Bin ich blind oder was? Ah, hier ist er. Ja, Mann, fix sie. Sehr schön. Jetzt komm, du hast doch nichts mehr. Jetzt erzähl nichts. Okay, schlag zu. Schlag zu. Traust du dich? Ja, nicht du. Zack, zack, zack. Der ist wahrscheinlich über alle Berge schon, oder? Ja, komm, go, 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 go. Lauf, 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 lauf. Vorher schwimm, 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 jetzt lauf, lauf, lauf. Okay. Komm schon. Ach, halt die Schnauze. Wo ist Dante eigentlich zum Teufel? Wo ist dieser Wichser? Wo ist der Wichser? Ich sehe ihn nicht mal. Alter! Wichskind, verpiss dich. Ich höre dir auch nicht gerade zu, weil ich hier... Ah, hier ist er! Doof, wie stroh ich. Yo, ist... Okay, wir müssen die anderen erstmal erledigen. Ich sehe das schon. Ich komm gar nicht zu spät, weil du bist gleich down bist, du Schweinewichser. Komm schon. Du hast keine Chance. Schlag zu und bist down. Das war's. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Okay, das ist ein Plan. Komm schon, Ezio, folg den Wichser. Warte, wollen wir ein Schiff abhauen? Ja, das ist jetzt schlecht. Okay, verpisst euch. Hallo, ich komme nicht vorbei. Hallo, macht ein Schwanzgesichter. So, wo sind die zwei? Wo sind die zwei? Wo sind die zwei? Wo sind die zwei? Wo? Hier. Ich bin nicht schnell genug und übers Dach kannst du knicken, oder? Ich bin nicht schnell genug, verpisst euch, ihr Wichser, ihr Verfickten! Sag mal! Alter! Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt ja! Alter, du Schwein! Ihr blöden Ficker! Komm schon! Lauf! Nein, doch, kann ich! Komm schon. Nein, 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 nein. Das ist alles schlecht. Ihr Schwanger, ihr habt keine Chance. Bam. Bam, einer ist tot. Komm schon. Komm schon. Fick ihn. Nicht so, oh Gott. Jetzt hier hoch. Hoch. Was machst du? Komm schon, einer ist tot. Zack, das war's. Ich hab ihn. Warum die Schiffe?
Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen. Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescat in pace. Und ich habe mich wieder getäuscht, das war nicht die letzte Mission. Okay. Aber jede Mission sieht so aus, als dass es. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch, Männer Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Okay, das heißt, Sequenz beendet. Okay. Brief an Dante Moro erhalten. Aber was interessiert mir der Brief? Sehr gut, so. Was jetzt? Biancas Mann, ja. Das Schwert heißt Bianca, das ist ja auch geil. So. Ich hätte irgendwie voll Lust mal wieder auf die reale Welt. Weil wir waren jetzt echt schon übelst lang hier. Also, puh. Aber ich habe so ein Gefühl, es geht noch weiter hier. Also, ich würde ganz gerne mal wieder aus dem Animus raus. Aber gut. Wo sind wir jetzt? Also sollen wir jetzt echt noch Zypern auch noch hin, oder was? Okay. Wir haben jetzt ja alle getötet eigentlich. So, die Feinde sind jetzt alle tot. Aber nur jetzt, was ist in Zypern? Und wie kommen wir nach Zypern? Und was auch immer. So, Ezio, was? Bist du ja, Ezio? Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Ach du Kacke. Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Tat ist es jetzt viel besser. Pascal, schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück. Seid ihr. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm, bleib nah. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher begann. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet? Einfach nur der Prophet kann sie öffnen. 2 Ebenen. Was sagst du? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann kann. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen die vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird, erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mucenico.
Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern, alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Guten Glück, mein Freund. Aha. Jetzt komme ich auch ein bisschen wieder mit. Okay. Also. Ja, erklären kann ich jetzt eigentlich nicht so gut. Scheiß auf Rennen. Nee, kann's knicken. Also die Codex, die sind schon für was wert. Also die sind nicht einfach nur so, dass ich aufgebaut werde. Ja, doch, auch das. Aber die sind auch für das wegen dem Edensplitter. Und dann kommt der Prophet zurück. Okay. Gut, das heißt, wir müssen nach Zypern. Und nach Zypern geht's hier lang, scheinbar. Okay, aber ich habe ja immer keinen Plan, wie ich hier die Aussichtspunkte einnehme, Mann. Wie ich hochkomme, Mann. Das verstehe ich noch immer nicht. Warte mal, gehen wir mal zu dem hier. Ich habe keinen Plan, wie ich zu dem komme. Alter, halt die Schnauze. Klappe. Ja, du bist sowieso viel langsamer als ich, wenn der Kack-Ausrüstung, die was du hier hast, das ist, also. So. Bin mal gespannt, ob ich den Aussichtspunkt jetzt sofort check, wie ich hochkomme. Oder ob ich hier auch wieder 10.000 Jahre brauch. Ja. Okay, hier. Nein, ja, ich wollte eigentlich hoch, aber er springt runter, das ist natürlich wieder typisch, Mann. So. Hier ist irgendwo ein Ding. Ist irgendwo eine Seite. Halt keine Seite, ein Brief, Steckbrief und so. Sehr gut. So, anonym sind wir wieder. Geiles Ding. So, gehen wir mal hier hoch wieder. Jetzt mal wieder ein bisschen auf dem Dach herumgurken, ist ja auch nicht schlecht. Ja, so, okay. So. Hier hoch. Okay, hier. Okay, ich sehe schon, wie wir rüberkommen. Yo, Klappe. So, hier kommen wir mal hier rüber. Und dann, weiß ich nicht, hier. Und hier. Und hier hoch, komm. Ich weiß, dass du es kannst. Nee, kannst nicht, weil du zu doof bist. Mich verarschen. Aber hier kannst du. Na, geht doch. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und perfekt. Geiles Ding. Okay, das hätten wir auch. Also irgendwie sind die Aussichtspunkte sehen irgendwie alle wieder gleich aus wie die vorigen. Ja. Na gut, okay, auch in Florenz und überall haben die Aussichtspunkte gleich ausgesehen, weil, ja, eine Stadt braucht schon ein paar Aussichtspunkte, die was ein bisschen gleich ausschauen, nicht immer was anderes. Das sieht dann auch kacke aus, oder? Ja, ich glaube schon. So. Hier, dann hier und nein, nicht hier rüber, sondern hier hoch und jetzt, zack. Sehr gut. So. 6 Aussichtspunkte scheinbar noch, okay. So, ach du Scheiße. Fünf, okay, hier sind 5. Dann hole ich zuerst 6, ja, okay. Also die 6 sind scheinbar hier. Das heißt, in Venedig wird wahrscheinlich, in Zypern wird wahrscheinlich dann gar keine Stadt sein, also keine Ahnung, wie Zypern da dargestellt wird. Na egal, ja, und wie immer habe ich Angst, weil ich nicht weiß, wo der Todsprung ist. Also, hier drüben bezweifle ich, dass ich so weit springen kann, oder? Ich versuch's, ist mir jetzt egal. Yay! Nö, okay. Tod. Ja, da dachte ich mir. Ich wollte es probieren. Aber gut, so weit kann auch Etienne nicht springen. Alles klar. So. Ich will jetzt aber zur Codex-Seite. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich so weit weg bin von der Codex-Seite. Bitte nicht.
Mega Fact, super. Jo, tschüss.